quasi das größte Küchenmesser, was ich hatte. Wenn ich dich nie kriegen kann, dann krieg dich keine, dann steche ich dich ab. Hat mit dem Besenstiel aufs eingeschlagen und drauf gestochert. Stell mir vor, ne, du bist so 2 Meter groß. Wie groß ist sie? Sie war 1,60. Hi, mein Name ist Peter Frahm und wir gucken uns heute mal an, warum Persönlichkeitsentwicklung so wichtig ist und was passiert, wenn du die nicht auf der Kette hast, beziehungsweise wenn du eine schwierige Vergangenheit hattest und sich aufgrund dessen wilde Stories in deinem Innenleben breit gemacht haben und sich dementsprechend dann auch dein Leben entwickelt. Das heißt, das hier ist auch was für Eltern, das Video. Denn wenn du deinen Kindern das Richtige mitgibst, ja, und psychologisch vielleicht ein bisschen Ahnung hast, dann wäre es gar nicht so weit gekommen, höchstwahrscheinlich zumindest, wie in diesem Video hier. Und natürlich auch noch die ganzen Auswirkungen, die dranhängen und jetzt gleich hier noch kommen, wie mangelndes Selbstbewusstsein, nicht Nein sagen können, nicht Stopp sagen können, nicht Schluss machen können und nicht sein eigenes Ding machen können. Und das Video selbst von Leroy will's wissen ist ziemlich lang. Ich habe es jetzt mal auf 1,25er Speed gestellt. Los geht's. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich habe heute mal wieder ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Wir treffen nämlich heute einen jungen Mann, der häusliche Gewalt erlebt hat. Aber bevor es losgeht, kommen wir heute erstmal zum Faktencheck. Neben häuslicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen gibt es ebenso Gewalt gegen Männer und Jungen. Schätzungen zufolge betrifft Gewalt zu Hause, ob in der Familie, in der Partnerschaft oder unter Freunden, in einem von 5 Fällen einen Mann. Die Dunkelziffer könnte dabei aber deutlich höher sein, da die Hemmschwelle darüber zu sprechen bei vielen Männern höher ist als bei Frauen. Die körperliche Überlegenheit spielt für die Machtverhältnisse in einer Beziehung nicht unbedingt eine tragende Rolle. Häusliche Übergriffe beginnen oft mit psychischer Gewalt und Kontrolle. Ja, psychische Gewalt und Kontrolle muss ja auch in dem Fall so sein, wenn sie 1,60 ist und er 2 Meter groß. Das heißt, da ist ja so ein Sonderfall, ja, wenn der Mann das Opfer ist. Denn wenn die Frau das Opfer ist, ist es ja oft eine ganz andere Dynamik. In den meisten Fällen ist die Frau körperlich unterlegen und kann nicht einfach sagen, stopp jetzt, oder sich einfach dagegen wehren oder den Gegenschlag angehen und dann ist es erledigt. Sondern da ist die Frau ja eher ein bisschen hilfloser ausgeliefert, außer sie ist jetzt die 1,78 große Crossfitterin, die mehr Power hat als er, aber der Fall ist ja nun äußerst selten. Ja, und von daher, wenn er jetzt 2 Meter groß ist und sie 1,60, dann muss ja die psychologische Komponente, die ist natürlich im anderen Fall, ja, wenn es andersrum ist, wenn die Frau das Opfer ist, auch sehr heftig dabei, dass die Frau nicht einfach abhaut und so weiter. Auch wenn das nicht immer so leicht ist, ist mir auch klar. Aber wenn der Mann das Opfer ist, ist die psychologische Komponente ja noch stärker. Weil er ist in der Regel körperlich überlegen und könnte vieles von dem, was passiert ist, vermeiden oder es früher beenden. Hallo, hallo, hallo. Hallöchen. Hallo Tobi, ich grüße dich. Alles klar bei dir? Alles klar und selbst. Schön. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Ja, wie immer am Anfang kommen wir mal zum ersten Eindruck. Und wie ist der? Ja. Unsicher, das kann jetzt natürlich auch viel Kameranervosität sein, ja, weil er ja einigermaßen Abonnenten hat, 1,8 Millionen oder sowas. Das ist natürlich auch nochmal immer ein Element. Aber wenn jetzt Elon Musk da sitzt, ja, oder irgendein CEO von irgendeiner Firma mit einem anderen Thema, läuft das natürlich nochmal anders oder sieht das meistens nochmal anders aus. Ne? Und von daher, es wird ja irgendwas zu seinem Thema geführt haben und die Unsicherheit, die zumindest bei mir hier im ersten Eindruck ankommt und auch wie er da sitzt, wie gesagt, falls es nicht nur Kameranervosität ist, wundert mich jetzt nicht. Passt jetzt zu dem Thema, okay, da würde ich jetzt sagen, ist das jetzt jemand, der körperliche, häusliche Gewalt von einer Frau erfährt? Ja, würde ich jetzt eher glauben, als wenn da halt jemand frei und offen sitzt und einen selbstbewussten Eindruck macht. Und nicht, dass man da jetzt unbedingt im Anzug sitzen müsste, aber man kleidet sich halt oft so, wie die innere Story auch ist. Und dann hier das Dortmund-T-Shirt und die Hose und die Frisur, es passt halt meistens zusammen. Und ja, ich habe das Video teilweise schon gesehen. Ich habe ein bisschen durchgeskippt und vorgespult. Also Teile habe ich mir schon angesehen und habe dann auch seine Backstory erfahren. Aber es hat mich halt null gewundert. Ne? Ländlich aufgewachsen, schwierige Vergangenheit und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du irgendwann Opfer wirst, das hat nicht immer was mit dem Täter zu 100% zu tun, sondern die Täter suchen sich auch oft die Opfer aus, die die Story haben. Ich bin ein Opfer. Mir wird übel mitgespielt. Mir wurde oft übel mitgespielt. Und wie gesagt, das hat auch in der ersten Sekunde schon perfekt gepasst hier. Und deshalb, liebe Eltern, macht euch fit in Sachen Psychologie, dass eure Kinder aufrecht aus der Kindheit rausgehen können, ja, und nicht mit dieser Opferstory. Und liebe Regierung, wie wäre es mal mit einem Schulfach Psychologie, ja, wo jemand oder wo die Kinder zumindest mal die Grundzüge von menschlicher Psychologie kennenlernen können
um eben nicht Gefahr zu laufen, in diese Schiene abzudriften. Ja, irgendwann als wandelndes Opfer darum zu laufen, ja, wo sich dann irgendwelche Psychopathen, die gleich noch kommen, oder Soziopathen sich einfach draufstürzen können, weil die praktisch ein sehr, sehr feines Gefühl dafür haben, wo ist denn hier ein Opfer? Ich bin ja selbst Opfer, aber ich wäre ja gerne jetzt mal Täter. Und wen schnapp ich mir denn dafür? Und da sowas wie eine Regierung nicht so wirklich interessiert, was ich jetzt gerade gesagt habe, versuche ich es nochmal anders. Und zwar, hallo, liebe Regierung, ihr könnt viel mehr Steuern einnehmen, wenn die Leute fit und gesund und selbstbewusst und gut drauf und happy und gut gelaunt sind. Ja, die arbeiten dann viel mehr, die Produktivität ist höher. Von daher gerne ein Schulfach Psychologie einführen. Ja, hören wir uns seine Vorstellung mal an. Ja, hallo, ich bin Tobi, ich bin 33 Jahre alt und war von 2011 bis 2013 fast 2 Jahre in einer Beziehung, in der ich Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Das ist ein sehr sensibles und ernstes Thema heute und ich habe jetzt schon großen Respekt davor, dass du dich nur als Mann hier hinsetzt und darüber sprechen möchtest. Wenn es irgendwas gibt, was du so nicht beantworten möchtest oder kannst, ist es überhaupt nicht schlimm, dann musst du das nicht. Ich freue mich aber, die Zuschauer zu Hause auch, wenn wir ein bisschen was über dein Leben erfahren und wenn du bereit bist, legen wir direkt los. Okay. Tobi, dann lass uns doch mal vorne anfangen. Wie bist du aufgewachsen? Du bist jetzt 33, aber nur so ein paar Jahre bist du ja schon auf diesem Planeten. Ja. Vielleicht auch hier nochmal der Vergleich zwischen den beiden Protagonisten hier, der... Ja, wie ich finde, auch interessant ist, und zwar, wo könnt ihr euch eher vorstellen, wer ist in der Stadt aufgewachsen, wer ist auf einem kleinen Dorf aufgewachsen von beidem? Wo haben die Eltern eher eine größere oder eher eine kleinere Realität gehabt? Ja, von New York bis Timbuktu oder vielleicht doch nur von Niederfischbach bis Oberfischbach. Ja, ist jetzt nicht negativ ihm gegenüber gemeint, ne? Aber ich möchte es ja hier vernünftig psychologisch analysieren und ich glaube, sieht man seine Eltern, ich weiß nicht, ob seine Eltern noch kommen, aber es würde mich tierisch interessieren, wie genau die Kindheit abgelaufen ist, wie die Eltern drauf sind. Ich habe das so, wenn Klienten bei mir sind, ich sehe relativ schnell immer die Eltern vor mir sitzen, ja, beziehungsweise drüber schweben. Ja, oft rate ich dann auch mal so ins Blaue rein. Ja, die Eltern haben dies und das gemacht, haben so und so Sätze vom Stapel gelassen und sehr, sehr oft stimmt es natürlich auch. Ne? Und deshalb, wie ich letztens in meinem Video der Führerschein fürs Kinderkriegen gesagt habe, ja, liebe Eltern, kümmert euch um Psychologie. Kriegt nicht einfach blind Kinder und überlasst die dann sich selbst. Oder ja, wie ich auch sage, so wie wir mit unseren Kindern reden, das wird später die innere Stimme des Kindes. Deshalb kümmert euch ein bisschen drum, wie ihr mit euren Kindern umgeht und redet und was ihr denen für eine Realität und für eine innere Stimme mitgeben wollt. Denn theoretisch, wenn man jetzt gar kein psychologisches Verständnis hat und wie das Ganze abläuft, könnte man, ja, wenn man uneinfühlsam wäre, ihm ja auch sagen, ja du Trottel, du bist 2 Meter groß und sie ist 1,60, bist ja selbst schuld. Ja, welcher Affe lässt sich denn von einer 1,60 Frau rumkommandieren und rumdominieren? Wer macht denn sowas? Aber er ist ja nicht, ja, seine Version, in der er da sitzt oder in der er früher bei der Frau war, die gleich noch kommt. Das hat er sich ja nicht komplett selbst ausgesucht, sondern wir sind ja alle Opfer unserer Umstände. Und so ist das natürlich auch bei ihm der Fall. Das heißt, man hat die eigene Programmierung, die man auf dem Buckel hat. Da ist man nicht komplett selbst dran schuld oder selbst für verantwortlich. Schuld ist sowieso ein wildes Konzept und ein wildes Wort. Aber die Eltern sind natürlich auch zu einem Großteil verantwortlich. Ja, vor allem, wenn die Kindheit schwierig war. Deshalb, liebe Eltern, tut mir einen Gefallen und reißt euch ein bisschen zusammen und kümmert euch mal ein paar Minuten drum. Das ist nicht so schwer, mal ein paar Bücher oder Hörbücher über Psychologie sich reinzuziehen. Wie funktioniert die Rübe eines Menschen? Beim Hundetraining kaufen die Leute sich auch Bücher und kümmern sich drum, wie man den Hund vernünftig erziehen kann, dass es dem gut geht, dass der ein gesundes Innenleben irgendwann am Start hat. Aber bei Kindern scheint das völlig scheißegal zu sein, sondern ja, lass doch mal Kinder kriegen und einfach mal testen und über gar nichts informieren. Und die ganzen eigenen Unsicherheiten, ja, und die ganzen eigenen Familiendynamiken, die die letzten Jahrhunderte den Stammbaum runter weitergegeben wurden, die werden dann meistens, weil die Leute keine Ahnung haben und keinen Bock haben, sich zu informieren, 1:1 weiter den Stammbaum runtergegeben und die lasten dann komplett auf seinen Schultern und auch auf seinen Schultern. Aber irgendwas sagt mir, dass hier ein bisschen weniger Last, obwohl er wahrscheinlich ein schwierigeres Schicksal hat als er hier durch den Rollstuhl. Ja, da lasten gefühlt 50 Tonnen weniger auf den Schultern, ja, familiäre Tonnen als auf seinen Schultern. Ja, ist jetzt natürlich ins Blaue reingeraten. Es kann sein, dass die Eltern wunderbar waren, psychologisch fit und eine Realität von Los Angeles bis sonst wohin hatten. Aber ich sage ja hier nur, was der Standardfall ist. Und es würde mich schwer wundern, wenn es so ist. Das heißt, in den meisten Fällen
kommt die Version, die man so hat, ja nicht von ungefähr. Es gibt ja immer Gründe für irgendwas. Deshalb, lieber Tobias oder Tobi, falls du das hier siehst, nichts hiervon ist böse gemeint, natürlich. Aber ich mache ja auch immer ein bisschen Psychologie-Schulung mit meinen Videos mit. Und das ist eben der Standardfall, ne? Dass die Dynamiken, die man so an der Backe hat, ja, die kommen auch durch Medien und Umfeld und so weiter. Mobbing kommt ja, glaube ich, gleich auch noch. Aber viel kommt eben aus dem Stammbaum. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass in jeder Familie immer mindestens einer irgendwann diese Stammbaum-Handbremse reinknallt und sagt, Schluss jetzt mit dem Scheiß, ich gebe hier keinen ungesunden Kram mehr an, falls ich Kinder bekommen sollte, meine Kinder weiter. Sondern ab hier ist damit Schluss. Ich reiß mir jetzt den Hintern auf, arbeite an mir, an meiner Persönlichkeitsentwicklung, an meinem Selbstbewusstsein und ab jetzt ist Schluss mit dem Unsinn. Ab hier ist die Wende eingeleitet. Ab jetzt werden gute Sachen den eventuellen Stammbaum, falls ich Kinder bekommen sollte, weitergegeben. Und ja, natürlich geht das nicht zu 100%. Du kannst kein Kind komplett außerhalb der Matrix erziehen. Ja, ein Kind muss auch Fehler machen, auf die Schnauze fallen, Programmierung mitbekommen, auf die Schultern, auf den Buckel bekommen. Ja, das ist Teil der menschlichen Erfahrung. Du kannst kein Kind komplett in Freiheit, ohne negative Dynamiken und so weiter aufziehen. Geht nicht, aber du kannst eine ganze Menge dafür tun, dass das Kind ziemlich gute Voraussetzungen hat, um später mit den Härten des Lebens gut zurechtzukommen. Und so eine Frau, wie sie dann gleich auftaucht, direkt in der ersten Minute in den Wind zu pfeifen. Also, ich bin halt ganz normal bei mir im Ort in Altenberg aufgewachsen. Schule, Probleme, also gesundheitliche Probleme hin und wieder mal. Was denn? Ich hatte zum Beispiel 2005, bevor ich in die 10. Klasse gekommen bin, hatte ich eine Operation am Sprunggelenk. Mhm. Ich bin damals zu schnell gewachsen. Stimmt, du bist riesig, ne? Wie groß bist du denn? Ich bin 2 Meter. 2 Meter, ne? Das ist eine Ansage. Ja, und auf jeden Fall hat sich dann der Fuß so verschoben gehabt. Ich habe so eine Erkrankung, HMSN. HMSN, habe ich nicht gesagt. Das ist sowas wie MS. Aha. So eine Muskelnervensache ist das. Wie wirkt sich das in deinem Alltag aus? Also Lähmungserscheinungen, gefühlstechnisch. Ja, so feinmotorische Sachen habe ich starke Probleme mit. Wie würdest du selber deine Kindheit beschreiben? Hattest du eine gute Zeit oder war es bisweilen auch mal schwieriger? Es gab auch schwierige Zeiten, aber im Großen und Ganzen würde ich meine Kindheit als sehr gut bezeichnen. Also. Das heißt, deine Kindheit erinnerst du wunderschön. Wann war das erste Mal in deinem Leben so ein Punkt, wo du richtig auf die Probe gestellt wurdest? Ein Moment, wo sich für dich irgendwie alles verändert hat? Halt so 2003 mal eine Situation in der Schule mit Mobbing, halt durch die Erkrankung. Und dann ja, und da haben wir es ja, das wäre praktisch so die logischste Fernanalyse, dass man sagt, okay, auf dem Dorf aufgewachsen, ja, je nachdem wie die Eltern drauf sind, gegebenenfalls ordentlich Dorfmatrix, ja, das heißt eine kleinere Realität mitbekommen. Dann noch krank gewesen, ja, viele Krankenhäuser von innen gesehen, dadurch so die Sache, das arme Kind und ja, ich bin Opfer, mir geht's nicht gut, ach, dem Jungen geht's wieder nicht gut. Und dann auch noch Mobbing dazu, was wahrscheinlich auch aufgrund der Vorgeschichte passiert ist oder daraus resultiert ist. Und das alles zusammen gibt dann eben einen sehr ungünstigen Cocktail. Ja, und ist jetzt nicht so das Programm, here I am, ich bin der Man und gehe jetzt raus in die Welt und keine Ahnung, wo ich arbeiten werde und an welchen Projekten ich weltweit arbeiten werde, sondern es wird halt eher so, ja, die kleinere Realität, das kleinere Leben plus eben eine Opferstory dabei, die dann sowas bewirkt, was jetzt noch kommt. Hatten sich Anfang 2010 hatten sich meine Eltern getrennt. Wie alt warst du da? Da war ich 22, mhm. 21, 22, so in der Dreh. Hab dann in der Zeit auch meine damalige Freundin kennengelernt, übers Internet, die hat... Ja, 600 Kilometer weit entfernt gewohnt. Ui. Übers Internet kennengelernt, meines Erachtens schon mal eher ein Murks kennenlernen. Und ja, ich weiß, Leute sind so zusammengekommen, haben geheiratet, alles wunderbar und so weiter. Aber es ist halt nicht dasselbe. Ja, du hast dich übers Internet kennengelernt, es ist nicht dasselbe wie im realen Leben. Und 600 Kilometer entfernt und dann diese Kombination aus Internet und 600 Kilometer entfernt. Ja, und ein voll entwickelter Mann im Sinne meines Coachings, ja, weißt sowieso, dass da daraus nichts wird. Ja, außer du ziehst halt, weil du vom Job her darunter musst oder sowas. Ja, dann kannst du dich ja immer noch kennenlernen. Aber 600 Kilometer entfernt aus dem Internet kennengelernt, das sagt ja auch was aus. Ne? Und ich weiß, viele von denen, die das Video hier sehen werden, werden das vielleicht gar nicht verstehen oder sagen, ja, wieso, ist doch nett, ist doch romantisch und ja, warum denn nicht? Meine Güte, man kann doch mal was riskieren. Für eine Frau, er zieht ja jetzt gleich auch darunter, aber da bitte mehr von meinen Videos gucken, dass das einen
Rezept für Desaster ist, wie man im Englischen sagt. Ja, wenn du jetzt im Urlaub eine Frau kennenlernst und alles ist cool und sie wohnt dann 600 Kilometer entfernt, da ist direkt klar, okay, das kann keine Beziehung werden oder nichts Engeres, sondern da siehst du dich halt ein paar Mal im Jahr maximal. Denn du kannst ja nicht dauernd 600 Kilometer fahren und rumziehen wegen einer Frau. Ja, das ist auch überhaupt nichts, was ich empfehlen kann. Denn gesunde Männer mit einem gesunden Selbstbewusstsein machen natürlich nicht die Frau zu ihrer absoluten Hauptmission und verlieben sich dann übers Internet und ziehen dann direkt 600 Kilometer um. Ja, das passt jetzt nicht zu dem freien Typ, der sein Ding macht, seine Mission hat und sein Selbstbewusstsein, sein Innenleben und sein restliches Leben im Griff hat. Ja, sondern das klingt nach Loneliness, nach ja, irgendwie, du brauchst doch eine Frau und jetzt ist da mal eine Chance, ja gut, 600 Kilometer, muss ich halt den Umzug in Kauf nehmen. Und meistens ist es ja auch noch ein Jobwechsel, den du in Kauf nehmen musst. Ja, die Leute arbeiten ja in der Regel angestellt, ist ja jetzt nicht jeder Influencer. Und dann ziehst du da für irgendeine Ische, wo du überhaupt nicht weißt, ist es eine normale Frau oder vielleicht eine absolute Psychopathin, ziehst du dann da 600 Kilometer um. Ja, und das ist, wie gesagt, ein absolutes Rezept für Desaster. Das Internet? Über das Internet. Es war so eine Internetplattform, so ähnlich wie Facebook. Man hatte so sein Profil, was man so anlegen konnte und hat halt die letzten Besucher immer gesehen. Mhm. Wie man das halt so macht, manchmal auf ein Profil geguckt und dann, ja, muss ja nicht jeden anschreiben. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann eine Nachricht bekommen von der. Und da hat sie mir so geschrieben, ja, wie unhöflich bist denn du? Du kommst auf mein Profil und sagst nicht mal Hallo oder so. Und okay. Dadurch sind wir halt dann zum Schreiben gekommen und dann auch Adressen ausgetauscht und dann auch mal Briefe geschrieben, ganz altmodisch und so. Ja, das klingt doch erstmal voll schön, voll romantisch. Zwar sehr direkt so, ja. Ne? Immer, bist du ein Verein oder so, ja. Aber okay, scheint ja geholfen zu haben, dass ihr in Kontakt kam, ne? Ja, wir sind dadurch in Kontakt gekommen. Ja, dann hatte ich mal eine kurze Phase, wo ich mich halt gar nicht gemeldet hatte. Ich hatte zu der Zeit auch schon so mit dem Gedanken gespielt, vielleicht irgendwann mal nach Niedersachsen zu ziehen. Wenn das so klappt. Hatte mich zu der Zeit aber vorher schon auf so einem beruflichen Gymnasium in Niedersachsen beworben. Ich bin halt angenommen worden. Hab dann natürlich mich gleich auf Wohnungssuche begeben und wollte halt was Neues sehen. Ich wollte raus aus dem Ort, wo ich war. Und also, ja, hier haben wir den was ist es, den Schneeflocken, Stern, Pulli, das BVB-Kissen. Wie gesagt, das ist nicht negativ gemeint, aber es vieles, ja, so die äußere Präsentation lässt auch oft Rückschlüsse aufs Innenleben ziehen und vor allem auch auf die eigene Realität. Und da würde ich es mich mega wundern, wenn jetzt der Vater Jordan Peterson ist und um die Welt reist und die Mutter Monica Bellucci. Ja, das würde mich an der Stelle dann sehr wundern. Und an das jeweilige Elternpaar, an den jeweiligen Lifestyle und an deren Realität ist natürlich auch eng gekoppelt, was später aus dem Kind wird und wie das Innenleben des Kindes aussieht. Hast du die Provinz verlassen und bist ins ferne Niedersachsen gegangen? Bin ich ins ferne Niedersachsen gegangen, ja. Bin dann natürlich weiter auf der Suche nach einer Wohnung gewesen. Hab dann auch Ende Oktober, so Anfang November rum, eine gefunden. Und das war dann halt auch die Zeit, wo ich dann mit der Bekanntschaft da zusammengekommen bin. Okay, das heißt, ihr seid dann ein Pärchen geworden? Wir sind ein Pärchen geworden, ja. Seid ihr auch zusammen in diese Wohnung eingezogen? Nein, ich hab alleine da gewohnt. Die hat noch bei ihren Eltern gelebt und ja. Wie alt war sie? Wie alt warst du? Ich war 22 und sie war 17, so in der Dreher. Okay, also du warst schon ein gutes Stück älter. Ja, ein paar Jahre schon, ja. Aber ich habe auch von vornherein auch ihre Familie kennengelernt. Die hatten überhaupt kein Problem mit mir und war dann natürlich im siebten Himmel. Also ich habe mich ultra glücklich. Also sie war auch öfter mal bei mir zu Besuch und alles super. Wann kam denn so der erste Moment, wo du jetzt im Nachhinein sagst, okay, hier ist es so ein bisschen merkwürdig geworden? Na, sie hatte mir gesagt, dass sie früher Meerschweinchen hatte und dass sie ziemlich traurig war, wo die gestorben sind. Und da habe ich mir dann halt so überlegt, okay, machst dir eine Freude, tust du überraschen, gehst mit dir in eine Zoohandlung, holst zwei Meerschweinchen. Haben wir auch gemacht. Die waren dann bei mir. Wirklich dankbar war sie da gar nicht. Also ich habe gemerkt, auch wie sie mit den Tieren umgegangen ist. Also sie hat die wirklich förmlich gequält, würde ich sagen. Gequält? Das war mein erstes, war so das Zeichen, wo ich dachte, okay, irgendwas stimmt da lang, irgendwie nicht. Okay, und sie hat sie dann gequält. Was hat sie gemacht? Ja, zum Beispiel die Haare rausgerissen oder der Käfig stand so ungefähr 2-3 Meter entfernt. Und aus dieser Entfernung hat sie die Tiere dann in die Luke oben eingeschmissen. Hast du dazu was gesagt? Ich habe dazu was gesagt, ja. Aber dann ist das erste Mal mir gegenüber gewalttätig geworden. Da habe ich dann Schläge abgekriegt. Ja, und ab dem Punkt ist ja klar, woran er da geraten ist. Das heißt, das ist eine ganz klare rote Flagge, ein ganz klares Alarmsignal, wenn jemand Tiere misshandelt.
und da überhaupt kein Empathieempfinden hat. Das ist ein absolutes Warnsignal, ein rotes Tuch. Und ein voll entwickelter Typ mit komplett ausgestattetem Selbstbewusstsein sagt natürlich, ja, er hat es ja auch gemerkt. Er hat ja gesagt, okay, hier ist irgendwas falsch, aber in dem Moment musst du natürlich sagen, okay, vielleicht war heute das Hirn irgendwie vermurkst, aber wenn nochmal sowas passiert und sie hat ihn dann ja auch geschlagen, ja, ein komplett selbstbewusster Typ zieht an dem Tag aus oder verpisst sich halt und sagt, das war's. Und ruft vielleicht sogar die Polizei, weil was ist mit den Tieren? Ne? Aber gut, war es monatelang zusammen, dann mal so einen Ausraster, Aussetzer gehabt, vielleicht war einfach irgendwas komisch an dem Tag. Spätestens beim zweiten Mal bist du da weg und rufst, wenn es nötig ist, die Polizei. Und wenn das dann nicht passiert, dann sagt das mindestens genauso viel über dich aus wie über diese Frau. War schon ein bisschen so, das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, irgendwas stimmt da nicht. Beschreib mir das bitte mal, ich verstehe es noch nicht so ganz. Also, weil ich stell mir vor, ne, du bist so 2 Meter groß. Wie groß ist sie? Sie war 1,60. Oh, okay, 1,60 Meter, 2 Meter. Also, ich denke mal, vom Kräfteverhältnis ist das eine klare Nummer. Und sie schmeißt die Tiere, die wehrlosen Tiere da rein. Und du denkst dir in deinem guten Herzen, nee, Moment, so war das nicht gedacht. Vor allem ist es Tierquälerei. Ja. Und dann sagst du ihr was, hey, hör mal zu, hör auf oder wie? Ja. Lass das. Am Anfang hat sie es dann auch, beim ersten, zweiten Mal hat sie es auch gelassen, aber es ist dann immer öfter geworden. Also sie hat es immer wieder gemacht. Und es ist dann auch immer schlimmer geworden. Ich habe das dann auch mitbekommen, quasi, dass sie andere Tiere gequält hat. Zum Beispiel von ihrem Stiefvater, die Katze, hat sie am Schwanz gepackt und gegen die Wand geschlagen. Ja, eine wunderbare Frau. Sie ist einfach zum Verlieben. Wir alle lieben ihre unkonventionelle Art. Und wie gesagt, spätestens da musst du weg sein. Ne? Und vor allem die Polizei rufen wegen den Tieren. Oh Gott. Beziehungsweise den Hals zugedrückt, bis die Zunge rauskam und dann schon ein bisschen so eine Art wie blau anlief, die Katze. Das war ganz komisch. Also sie ist dann halt immer auf andere gleich losgegangen. Also sie hat zum Teil auch ihren Bruder dann geschlagen, wenn der mit dabei war und irgendwas gesagt hat. Mir ist das irgendwann dann zu viel geworden. Ich hatte ja dann zu dem Zeitpunkt auch eine Katze, auf die sie sehr eifersüchtig war. Hat mit dem Besenstiel auf sie eingeschlagen und drauf gestochert, so, wo sie in einer Höhle im Kratzbaum war, hat dann einfach... Und das ist ja noch der Oberknaller. Er, so wie ich es jetzt verstanden habe, wusste ich vorher nicht, aber er hat ja wohl selbst eine Katze, wenn ich es richtig verstanden habe, und die Freundin, in Anführungszeichen, hat dann mit dem Besenstiel seiner Katze hinterher. Ich habe auch eine Katze, wenn das eine Frau bei mir machen würde, beziehungsweise bei meiner Katze, dann wäre in der gleichen Sekunde, wäre diese Frau noch vor die Tür gesetzt und auf Nimmerwiedersehen, ja. Alles blockiert, nie wieder die Tür aufmachen, natürlich, scheißegal, was da für Entschuldigungen kommen, das wäre dann für immer Sense. Und sie hat auch noch, je nachdem, was passiert ist, eine dicke Anzeige von mir am Hals. Und dass das hier nicht passiert ist, wie gesagt, liegt daran höchstwahrscheinlich, was jetzt der Klassiker wäre, was bei ihm nicht so sein muss, dass in seiner Kindheit halt diese Opfermentalität, dass die Opferstory schon leider ordentlich trainiert wurde, je nach Eltern oder Stammbaum vielleicht sogar forciert wurde oder mitkreiert wurde, leider. Und dann lässt er das so mit sich machen und vor allem lässt die Freundin in Anführungszeichen das mit seiner Katze machen. Ja, und das, er sagt ja, ja, mehrfach, das war jetzt mehrfach. Und er hat es dann wirklich mehrfach mit sich machen lassen, beziehungsweise mit den Tieren machen lassen. Und du hast ja auch eine Verantwortung den Tieren gegenüber und kannst ja nicht sagen, hör mal zu, meinst du vielleicht, beim nächsten Mal sollst du es vielleicht ein bisschen weniger machen, die Katze nicht ganz so würgen oder misshandeln. Sondern du hast ja eine Verantwortung, du hast ja eine Aufgabe. Ja, und spätestens da, ja, er hätte jetzt noch sagen können, okay, ich lasse mich hier grün und blau schlagen, das wäre psychologisch auch schon wild genug und bedenklich genug, aber das auch noch mit seinem Tier zu machen, wo man eine Verantwortung für hat, sehr, sehr schwierig. Ne? Das heißt, die Dynamik ist da so heftig, dass er eine 1,60 Frau nicht einfach sagen könnte, verpiss dich, das war's, du bist raus aus meinem Leben mit der ersten Aktion. Und ich habe auch gelesen, dass alle unten in den Kommentaren geschrieben haben, was für ein lieber und herzensguter Mensch. Ja, aber wenn das dann so weit geht, dass du dein eigenes Tier nicht beschützen kannst und dich selbst auch nicht beschützen kannst, dann ist das natürlich keine Stärke, sondern eine absolut ausgeprägte Schwäche. Ja, dann wird es dir zum Verhängnis und sogar deiner Katze und dein Meerschweinchen wird es dann zum Verhängnis. Von daher, ja, das muss bitte nicht noch weiter trainiert werden, sondern hier muss der Anteil trainiert werden, der sagt, stopp, ich brauch dich nicht, verpiss dich aus meinem Leben. Und was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Wieso bin ich hier runtergezogen? Wieso lerne ich Frauen im Internet kennen, anstatt im Privatleben? Ja, wie
der Herr Frahm das so schön empfiehlt auf YouTube. Ja, kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Deshalb Leute, kümmert euch um euer Innenleben. Das ist entscheidend. Das ist sehr, sehr wichtig. Gesagt, okay, guck mal, dass wir jemand Gutes dafür finden. Hast du jemanden gefunden? Ich habe die Tiere in die Zeitung damals gesetzt und haben sich auch schnell Leute gemeldet. Und die zwei Meerschweinchen sind auch von der jungen Frau abgeholt worden, die ein richtig großes Gehege hatte. Und Die war total begeistert von den Tieren. Das sind wunderschöne Tiere. Und ich habe gemerkt, dass sie da in viel besseren Händen sind als bei uns. Okay. Und Halleluja, immerhin gehandelt und die Tiere weggegeben. Aber gleichzeitig sage ich auch, what the fuck? Ja, gebe ich jetzt meine Katze weg, wenn mir hier irgendeine Frau, die nicht alle Latten am Zaun hat, meine Katze misshandelt? Oder wie gebe ich dann meine Katze weg, damit die Katze in Sicherheit ist? Ich sage, nein, verpiss dich aus meinem Leben, Mädchen, das war's. Ja, und zwar bei der allerersten Aktion natürlich. Und ja, trotzdem ist es natürlich sinnvoller, im ersten Moment dann vielleicht die Tiere mal woanders hinzugeben, ja, damit die Tiere in Sicherheit sind. Ja, will ich ihm jetzt auch nicht zu viel ankreiden. Wie gesagt, er ist Opfer seiner Umstände. Ja, jeder ist auch irgendwo Opfer seiner Umstände, aber du hast halt eine Verantwortung. Ne? Und wenn du dann so bedürftig bist, dass du sagst, ich brauche doch irgendwie eine Freundin, ich kann hier nicht Schluss machen, weil ja, was wäre denn so schlimm, wenn man sich verpisst wieder? Es ist Aufwand, umzuziehen. Das kann ich höchstens noch verstehen. Ja, Bequemlichkeit. Aber dieses, ja, ich brauche eine Freundin, was eventuell dabei gewesen sein muss. Ja, wenn ich mich hier verpisse oder diese Frau rausschmeiße, dann bin ich wieder alleine. Und deshalb lasse ich mich schlagen und sogar mein Tier misshandeln. Ja, das ist natürlich schon harter Tobak, muss man ganz klar sagen. Hat mir wirklich, ich habe da die letzten Jahre manche Nacht heulend im Bett gelegen, weil ich einfach nur ein schlechtes Gewissen hatte, den Tieren gegenüber. Okay, also erstmal, Tierquälerei geht halt gar nicht, glaube ich. Schlechtes Gewissen hatte. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe hier einen lieben Menschen, einen lieben Jungen, der Tiere durchaus lieb hat. Ja, aber wenn es dann zu viel wird mit lieb und nett, dann geht das sogar nach hinten los, dass man den Tieren da auch nichts Gutes tut, indem man weiter so lieb und nett ist, dass man nicht einfach die psychopathische Freundin rausschmeißt. Ja, und diese Freundin, die hat natürlich ein Rad ab, ja, die muss ins Heim oder was auch immer gemacht werden muss. Die, ja, da muss man sich psychologisch professionell drum kümmern. Ja, die wird das auch nicht aus 100% freien Stücken machen, die wird auch Opfer von allem Möglichen sein oder im Hirn läuft halt was schief. Aber natürlich muss man da sagen, stopp, hier muss sich jetzt was ändern. Den Tieren gegenüber. Okay, also erstmal, Tierquälerei geht halt gar nicht. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Jeder, der ein Haustier derart irgendwie zu Hause hat, dem dreht sich gerade alles im Magen um, weil das ist eine schreckliche Vorstellung. Ne? Keine Ahnung, da wird mir auch übel. Ja, finde ich gut, dass er das erkennt und sagt. Und da aber auch bitte diese Empathie, die ja in uns steckt, durchaus. Ja, ich glaube, die meisten fanden das sehr, sehr erschreckend, was er da von der Freundin in Sachen Tierquälerei erzählt hat. Diese natürliche Empathie in uns, bitte, aber wenn es nach mir geht, gerne noch ausweiten und zwar nicht nur auf Meerschweinchen, sondern auch auf richtige Schweine und auf Hühner und auf Fische und auf Kühe. Und ja, da geht jetzt keiner aktiv hin und schmeißt die irgendwo durch die Gegend oder haut die an die Wand oder würgt die, bis sie blau werden, aber wir zahlen halt jemanden dafür, der es dann macht. Und ob das so viel besser ist, das kann ja mal jeder für sich selbst überlegen. Ja, deshalb lasst doch einfach mal die Tiere verdammt nochmal in Ruhe und lebt euer eigenes Leben. Aber ich verstehe nicht so ganz den Moment. Sie ist dann von 0 auf 100 sauer geworden? Oder wie würdest du das sagen? Sie ist wirklich förmlich ausgeflippt. Also, die war dann komplett in Rage, hat auf einen eingeschlagen und zum Teil Dinge auch geworfen. Das war so in der Zeit, wo das halt mit den Tieren dann auch schon so war. Habe ich dann auch mal zu ihr gesagt, so, nee, das geht so nicht. Dann lassen wir es, dann müssen wir uns trennen. Ja, Halleluja, endlich. Aber das, so wie er es hier erzählt, das waren jetzt nicht 20 Minuten, ja, sondern wahrscheinlich mindestens mehrere Tage, wahrscheinlich sogar mehrere Wochen oder ich befürchte sogar mehrere Monate. Da ist sie dann, stand sie dann mit einem Küchenmesser vor mir, also quasi das größte Küchenmesser, was ich hatte, hat mir das so hingehalten und gesagt, wenn ich dich nicht kriegen kann, dann krieg dich keine, dann steche ich dich ab. Und ja, gut, das ist natürlich erstmal, das ist hart. Das ist richtig hart. Das ist, wie nennt man das jetzt so juristisch korrekt? Das ist eine Androhung zum Mord, eine Mordabsicht oder was auch immer. Also eine Drohung mal auf jeden Fall, aber. Und spätestens da sind wir dann ja nochmal auf einer anderen Ebene. Dann ist es ja so von häuslicher Gewalt, sie schlägt ihn.
ja, in was anderes übergegangen. Und spätestens da muss ja klar sein, okay, die Frau ist absolut psychopathisch. Muss auch vorher, viel vorher schon klar sein, natürlich aufgrund der Tiermisshandlung. Aber spätestens da muss alles klar sein, was los ist. Aber spätestens da ist es dann auch nicht mehr ganz so leicht zu sagen, ja, ich gehe jetzt einfach mal zur Polizei, weil du bist ja nicht mehr sicher. Ja, da, das hebelt auch so ein bisschen dieses 2 Meter gegen 1,60 aus, denn wenn die Frau ein fettes Messer hat, ja, und die Frau jetzt nicht ganz unsportlich ist, theoretisch kannst du da trotzdem den kürzeren ziehen dann, ja, willst dazwischen greifen, sie rammt dir das Ding in den Arm oder was weiß ich was, oder du hast das Ding dann irgendwann im Hals, das kann auch bei 1,60 gegen 2 Meter mit einem großen Messer schnell gehen. Von daher verlassen wir hier die normale häusliche Gewaltebene, wenn man das so sagen will, und dann geht's ja in absolute Psychopathin und Morddrohung über, und dann kannst du ja auch nachts nicht mehr sicher schlafen. Was ist, wenn du dann umziehst? Ja, lauert sie dann dir auf am neuen Wohnort? Musst du ins Kronzeugenschutzprogramm? Sind deine Eltern daheim noch sicher? Ja, also spätestens da sind wir an dem Punkt, wo es sehr, sehr schwierig wird, was er sich in Anführungszeichen auch ein bisschen aber selbst zuzuschreiben hat. Denn er hat es ja so weit kommen lassen. Das heißt, diese Frau ist offensichtlich so viel Täter, dass sie sehr starken Gefallen daran findet, ein Opfer zur Verfügung zu haben. Und das hat er ihr ja in den Tagen, Wochen und Monaten, je nachdem wie lange das gegangen ist davor, sehr klar gemacht, dass er da der perfekte Kandidat ist, ja, indem er es nicht geschafft hat, aus seiner Opferrolle auszubrechen. Und da hat die Frau dann gemerkt, okay, den kann ich mir hier für meine sadistischen Züge als Opfer weiter heranzüchten und wie so ein, ja, wie so ein hilfloses Haustier halten. Der wird mich nie verlassen. Ja, er sieht hier, wie ich Tiere quäle und verlässt mich nicht, verpisst sich nicht auf der Stelle und ruft auch nicht die Polizei. Das heißt, jawohl, hier habe ich jetzt mein Opfer für mich gefunden und daran kann ich meine sadistische Ader schön auslassen. Deshalb, bei sowas wäret den Anfängen, ja, macht euch, wenn ein heftiger Fauxpas passiert oder so ein halber Fauxpas, wo ihr denkt, was war das denn jetzt? Dann macht euch direkt eine mentale Notiz, und wenn das nochmal passiert, dann verpisst euch direkt. Oder wenn es heftig ist, ruft auch dazu noch die Polizei mit Anzeige und so weiter. Da kannst du auch keine Nacht mehr ruhig schlafen, neben der Frau. Ich hatte auch wirklich Angst. Also es war ja nicht nur das, es ist ja noch vieles mehr dazu gekommen. Also gut, ich muss sagen, sie war vielleicht relativ klein, aber sie war auch ziemlich kräftig gebaut. Also sie hat zu der Zeit damals genauso viel gewogen wie ich. Mhm. Ich habe damals so 90 Kilo gewogen, sie auch. Sie war schon ziemlich kräftig. Ja, 1,60 und 90 Kilo die Frau. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das alles wohl definierte Muskeln bei niedrigem Körperfettanteil waren. Von daher, wie abhängig von der Frau kann man sein? Und wie gesagt, kreide ich ihm das jetzt an? Nein, er ist Opfer seiner Umstände gewesen, seiner Vergangenheit, seiner Erziehung gewesen, seiner inneren Story, ja, wie wir das alle so sind, im programmierten, unentwickelten Zustand. Aber wie ich eingangs gesagt habe, das hier soll ja auch verdeutlichen, wie heftig Psychologie ist und was passiert, wenn du eben unentwickelt bist, wenn du deine Persönlichkeitsentwicklung nicht im Griff hast, dein Selbstbewusstsein nicht im Griff hast. Und wenn du deine Vergangenheit, dein Stammbaum und die Dynamiken da drin einfach so sang- und klanglos, ohne drüber nachzudenken und ohne das zu hinterfragen, über dich ergehen lässt und auf deine Schultern den ganzen Rotz laden lässt. Und ja, mein Arm ist öfteren blitzeblau gewesen. Von den Schlägen? Von den Schlägen. Dann habe ich hier einige Narben. Ich weiß nicht, ob man das so sieht hier, die weißen. Oh ne, sag nicht, das ist so, was ist das? Ja, zum Teil mit Zigaretten verletzt, mit Feuer und... Ja, ich hab das schon mal gesehen, so Zigarettenstimmel. Hat sie auf dir ausgedrückt? Ja, beziehungsweise halt auch sehr oft gekratzt, und ich war halt dann wirklich... Ich hatte wirklich Angst um mein Leben, nachdem sie das mit dem Messer gemacht hat, war ja klar. Also, aber du sagst, dass du dir schon so bei der Tierquälerei gedacht hast, hier stimmt was nicht, dann hast du selber auch Gewalt erfahren, die du irgendwie hast über dich ergehen lassen. Ja. Aber du hast sie die ganze Zeit noch geliebt? Heute weiß ich, dass es keine Liebe war. Also es war eher die Angst, wieder allein zu sein. Mhm. Weil sie einen auch emotional so sehr runtergemacht hat. Wenn du mich nicht hättest, dich würde sowieso keine nehmen, und ohne mich würdest du nie wieder jemanden finden, und du kannst eigentlich froh sein, dass ich mit dir zusammen bin. Und ja, also wirklich eine wunderbare Frau. Und gleich und gleich gesellt sich gern. Das heißt, ja, gleich und gleich ist falsch, weil sie war Soziopathin, Psychopathin. Und er war das Opfer dazu. Aber Topf, such Deckel, da passt es wirklich oft. Ja, auf jeden Topf passt ein Deckel, auch wenn du ein Lappen bist. Und von daher, so bitter wie das klingt und so makaber wie das klingt, aber hat das schon ganz gut zusammengepasst. Und zwar
das Opfer, was ein heftiger Täter ist, sucht sich dann ein anderes Opfer, was es einfach nicht hinkriegt, Bye-bye zu sagen. Und spätestens, wenn du Zigarettenstummelabdrücke an deinem Körper hast und alles zerkratzt und alles blau, dann musst du halt zur Polizei. Ja, das ist schwieriger, wenn die dann ein paar Tage oder Wochen vorher mit dem Messer, mit dem riesen Messer auf einmal vor dir stand, aber es hilft ja nichts. Du musst ja irgendwo den Schlussstrich ziehen. Aber meine Hauptempfehlung ist natürlich, Wochen oder Monate früher schon den Schlussstrich zu ziehen. Ja, gar nicht erst im Internet nach Frauen suchen, verzweifelt. Dann nicht hinziehen und dann beim ersten Anflug von Psychopathie oder Soziopathie direkt die Biege machen, ne? Bevor es zu spät ist und du dann da hängst und denkst, ich werde hier nachts abgestochen wahrscheinlich. Oder wenn ich zur Polizei gehe, meine eigene Verwandtschaft ist nicht mehr sicher. Ich muss ins Ausland. Und deshalb kümmert euch gut um euch selbst. Und wenn ihr Kinder habt, kümmert euch gut um eure Kinder, dass es nie so weit kommen kann. Ja, halt das Selbstwertgefühl ist wirklich zusehends geschrumpft. Also, dass die Angst größer war, davor alleine zu sein, ja, als die Angst vor ihr oder was wäre, wenn verletzt zu werden. Schluss. Ja, da sagt das ja wenigstens. Ja, die Angst, alleine zu sein, und das Selbstbewusstsein ist zusehends geschrumpft. Das hört sich ja so an, als wenn er glauben würde, dass es vorher tipptopp war oder in Ordnung war. Bin ich nicht sicher, ob er das glaubt, und deshalb mache ich teilweise das Video auch. Ja, damit ihm hier, falls er das sehen sollte, dass ihm klar ist, ja, das ist da nicht einfach so reingeschlittert und es hätte jedem passieren können, sondern das passiert nur Leuten, die die entsprechende Story dazu haben. Hm? Das machst du, okay. Hattet ihr die ganze Zeit weiterhin auch Sex? Ja, aber ehrlich gesagt hat es mich nach einer kurzen Zeit schon angefangen zu edeln. Also. So, dann machen wir an der Stelle mal einen Cut und es wird mindestens ein 2 oder, falls ich auf eure Kommentare und die Kommentare unter dem Originalvideo noch eingehen sollte, ein 3-Teiler draus. Ja, deshalb gerne rein kommentieren, was ihr zu dem Ganzen sagt. Und in Teil 2 wird es auch nochmal eine ganze Spur abgefahrener. Da kommen noch ein paar ziemlich heftige Knaller, wie ich finde. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one without a